Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Horsehaven World Adventures. Ja, gestern kam das Update und es gab vieles Neues. Und zwar gibt es momentan die Sommerkirmes. Und zwar gibt es da das Paket zu. Da bekommt man den das exklusiv fabelhaft Pferd. Das aber kann man sich genauso gut hier drüber erspielen, nämlich indem man Pferderennen macht, Jagdrennen und so weiter. Da sammelt man diese Coins. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon ein paar. Ich habe gestern schon ein paar Rennen gemacht. Und hier kann man das drüber tauschen und kann hier einmal das exklusive Shire Horse eintauschen, dann für 4000. Dann kann man... Dann kann man Fargo Derby für 6000 Münzen kaufen in 5 Tagen, 17 Stunden. Und exklusiv fabelhaft kann man hier, das wird in 12 Tagen freigeschaltet, für 8000 Münzen erspielen. Wunderbar. Müssen wir uns ein bisschen ranhalten, dass wir das auch bekommen. Und man kann schon die neuen T4 Pferde sehen, habe ich heute Morgen schon gesehen. Und zwar als nächstes kommt das Mavari, der Schwarzwälder und der Groninger. Schon wieder zwei legendäre Pferde. Finde ich ganz ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Ich weiß bei mir nämlich jetzt zum Beispiel auch noch gar nicht, ob ich das überhaupt schaffe, noch Azteca freizuschalten, weil mir einfach noch blaue Steine fehlen. Und es sind nur noch 9 Tage. Bei mir ist es ja schon so, dass es um die Hälfte runtergestuft ist von der Zeit her. Aber trotz alledem brauche ich hier immer noch fast 2 Tage, um jeweils 5 von den Steinen zu bekommen. Und dann ist es auch immer noch ja so, dass das zwischendurch wechselt und ich mir nur grüne Steine erspielen kann. Dann muss ich die Aufgabe neu starten, wollte ich gerade sagen. Und das sind dann auch nochmal wieder 6 Stunden, die dann weg sind, damit er mir eine neue Aufgabe hier geben kann. Und ja, ich finde das irgendwie nicht so gut. Fand ich vorher besser. Aber naja, gut. Den Saint-Francais kann ich schon freischalten, möchte ich aber nicht. Das möchte ich erst am Ende machen. Weil mir sonst hier dann auch wieder die roten Steine fehlen, falls ich das doch noch schaffen sollte mit den blauen Steinen. Ja, gucken wir mal. So, was wollte ich noch? Genau, wir wollten noch weiter züchten und ich wollte euch die Rennen zeigen. Sind sie denn da? Da ist das neue Kirmesrennen. Hongkong-Rennen, genau. Da habe ich schon ein paar von gemacht. 16 Stück kann ich noch. Wird zurückgesetzt in einer Stunde. Dann hat man, glaube ich, wieder, ich habe keine Ahnung, 20 Stück oder so, die man drauf laufen kann. Momentan haben wir hier Winterwetter, dann nehmen wir das Nachbildungsderby. Da muss ich unbedingt sehen, dass ich die beiden anderen Wetteraufstufungen nochmal hochhau. Damit ich auch noch genug Punkte zusammenkriege dann. Ist aber momentan ja noch ganz schlecht. Wie ihr ja gesehen habt, habe ich ja immer noch nicht wieder so viele Diamanten. Das war schon wieder zu früh. Ja, genau. Und dann überholen sie mich alle, weil ich jetzt schon wieder verkehrt geklickt habe. Mann. Ja. Und dieses Rennen hier ist ein Ticken lang, bisschen länger. Ich glaube 4-mal oder 5-mal kann ich hier unten sogar drücken. 4-mal waren es jetzt, glaube ich, ne? Ja. Aber 2. Platz ist auch noch gut. Aber da gibt es auch nicht so viele Münzen. Da 45. Ich glaube, mit dem ersten Platz gibt es 55, oder? Ah, gucken wir mal. Wir machen hier nochmal ein paar. Bisschen Energie hat sie ja noch. So. Wieder nicht getroffen. Mann. Aber das sieht aber so auch gut aus. Aber das hatte ich beim letzten Mal auch, dass ich am Anfang, die ersten 2 Tage oder so, glaube ich, ging das immer richtig gut. Da habe ich immer ersten, zweiten Platz gemacht.
Und nachher war es ganz, ganz schlecht. Irgendwie nur noch dritter, vierter, fünfter Platz. Ganz fürchterlich. So, guck mal, dann können wir jetzt hier nochmal eben gucken, wie es auf dem ersten Platz aus. 54, ja gut, 10 Punkte mehr. Kirmespunkte nennen die sich. Okay. Ich muss mich mal eben ganz kurz stumm. Ich muss mal eben die Nase putzen. Bin gleich wieder da. So, wieder da. Ich habe nämlich meine Allergietablette noch nicht genommen. Ich habe das ja mal so mit dem Pollen. Leider, leider. So. Dann machen wir dieses Rennen jetzt noch und dann gucken wir nochmal zu den Zuchten. Das war nochmal Alice und ich weiß gar nicht, was fehlt uns denn dann noch? Ach, die Meerjungfrau, genau. Alice haben wir ja schon, dann müssen wir nur noch hochstufen, aber Meerjungfrau fehlt uns noch komplett. Auch wieder auf den ersten, ne? Was beschwere ich mich eigentlich? Tja, wunderbar, ne? Wenn das mal immer so gut laufen würde. Oh, und der macht das auch nichts, wenn man da nicht perfekt trifft. Wenn du sowieso an erster Stelle stehst. Ja, guck mal. So, wie viel haben wir jetzt zusammen? Können wir hier gucken? Ne, hier können wir nicht gucken. Hier können wir gucken. Dann haben wir nämlich schon... Oh, 1050. Und wir brauchen insgesamt... Ich möchte ja gerne alle haben, weil ich habe die ja alle noch nicht. Also 4000, 6000 sind 10.000 insgesamt. Und nochmal die 8000 brauchen wir. 18.000. Halleluja. Da müssen wir aber ordentlich für sammeln. Obwohl eigentlich hätte ich ja auch gerne hier diese Masken und so, ne? Aha. Ach, die gibt es auch in verschiedene. In Rot... Pink und Gelb. Nee. Also Pink finde ich cool und Rot geht auch. Aber das Pferd selber war doch auch Pink, oder? Jetzt muss ich mal gucken. Ja, Rot-Pink, ne? Passt beides ganz gut. Okay, so. Aber. Was haben wir hier? Hier haben wir Clown, genau. Da habe ich gestern oder so... Ach nee, das hatten wir ja zusammen gemacht, ne? Guck mal hier. Stufe 3. Das hat ja endlich geklappt. Dann sind wir da nämlich mit durch. Das ist sehr schön. Dann können wir uns 9 zurück. Ach, und bevor ich das vergesse, ich glaube, die haben auch das neue Pferd schon reingepatcht, oder? Da können wir mal schnell gucken gehen. Dieses Show Horse. National Show Horse oder so ähnlich heißt das. Wir gucken. Da ist es. Da. Genau, Azteca und American Saddlebred oder Pasofino oder Soraya. Ah, da müssen wir ja gleich mal gucken. Also das ist Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Oh, schick. Also Stufe 1 und 2 gefällt mir am besten, obwohl Stufe 3 sieht auch ganz schick aus. Das finde ich ja cool. Also wir brauchen Azteca. Wo haben wir denn Azteca? Hier haben wir Azteca. Und was habe ich gesagt? Und ein American Saddlebred oder... Oder. Ach. So. American Saddlebred, Pasofino oder Soraya. Ah, ich weiß. Ich glaube hier... wo ist meine Maus? Da. Ach schade, hier sind wir schon am Züchten. Wir haben aber in England, glaube ich, in Soraya stehen, bräuchten wir da nur ein Azteca. So, da betreten wir mal eben, dann gucken wir, bin ich da auch im Züchten? Ah, Scheibenkleister. Lade mehr Freunde ein. Nee. Ich will jetzt keine Freunde einladen. Ach, Menno. Habe ich denn noch irgendein Pferd woanders? Aber ich bin, glaube ich, überall am Züchten, ne? American Saddlebred. In Deutschland haben wir noch. Aber da habe ich ja das. Da habe ich ja die Dings stehen. Ja, da bin ich auch am Züchten. Da habe ich den Krebs. Da hätte ich nämlich das American Saddlebred.
Das hätte ich denn ja züchten können mit einem. Mein Gott, mit einem Azteker. Das ist ja. Och, man. Ja. Oder wir machen das so. Wir bitten hier um Hilfe. Und gucken wir mal, wie viel noch bleibt. Weil probieren würde ich das ja schon gerne schon mal. 12. 13. Sparen wir 10 Stunden, dann bleiben, glaube ich, noch 7 Stunden nach. Und dann haben wir 51 Diamanten. Wie viel haben wir denn? 343. Ja, machen wir. Dann stelle ich mal eben ein Pferd in die Oase, weil ich das andere schon wieder nicht trainiert habe. Passt ja wieder gut. Wen stellen wir denn rein? Fidelia. Ja, wir stellen mal eben Fidelia rein. Dann holen wir die kleine Süße hier mal eben raus. Und die benennen wir mit VK wieder. So. Dann schicken wir die beiden nochmal eben auf die Wiese. So, 1, 2, 3. Huch, das hat nicht geklappt. Und... ja, ja, das weiß ich. Habe ich wieder verkehrt geklickt hier. Ah ja, jetzt. So, 1, 2, 3. So, und dann gehen wir... zu wem gehen wir denn? Ich glaube hier. Hat sie einen Azteker? Hätte ich ja gleich nachsuchen können, ne? Nee, aber ein Soraya. Ging das mit Soraya? Nee, ich brauche immer auf jeden Fall einen Azteker. Mein Gott. Alzheimer lässt grüßen hier. So. So, wir brauchen immer auf jeden Fall einen Azteker. Wer hat denn noch einen Azteker? Ich glaube, die gute Silvia hat noch einen Azteker. Da gucken wir mal eben. Oh, da bist du schon zu weit. Das ist, glaube ich, Stufe 51 oder 52 sogar schon. Meine Güte. So. Da. Da ist sie. Und gucken wir mal, wo sie stehen hat. Das ist glaube ich, der Huffy, ne? Jo. Und Standard-Einhorn. Nein, doch nicht wieder nach Hause. Oh mein Gott. So, dann machen wir das jetzt anders. Dann gehen wir jetzt hier auf Suchen und machen hier gewöhnliches Pferd. Gehen wir auf Stufe 4. Ah, hier, guck mal, hier kann man die sogar sehen, wie die aussehen. Mavari, Schwarzwälder und Groninger. Mavari in Weiß, okay. So, Azteker. Genau, bei Silvia weiß ich, die hat auf jeden Fall eins. Oder auch nicht. Was? Hat sie keine Stufe... ach nee, Stufe 4 hat sie auch noch gar nicht. Ha, Stufe 3 muss ich auch noch gucken. Da. Stimmt, wir haben ja auch nur Stufe 3, ne? So... Hauptsache, sie hat jetzt auch einen Hengst. Nö. Hat hier denn einen Hengst? Ach, kommt schon, Leute. Dann gehen wir hier so gucken. Mann, das klappt ja wieder alles am Schnürchen hier. Das ist ja Wahnsinn. Was ist das? Das hat... nee. Ich hasse das. Stundenlange suchen und es wird hier nichts. So, hat sie hier denn? Was ist das? Velara, Schwarzwälder, Soraya. Ne, ich brauche das Azteker. Kleidste. Da waren wir doch gerade, ne? Ach Mensch.
Genau, da waren wir gerade. Dann gehen wir nochmal nach Deutschland gucken. Das sieht hier auch nicht so danach aus. Tinker. Ist auch kein Azteker bei, oder was? Rambi. Nö. Hä, wieso hat hier keiner einen Azteker? Doch. Kann ich mir ja fast gar nicht denken. Ach, ist ja echt zum Schießen. Aber ich weiß, dass Silvia irgendwo einen Azteker hat. Ach, schon wieder zu weit. Das wird ja wieder mal eine richtig schöne Suchfolge hier. Mann. So, dann gucken wir hier nochmal. Dann gucken wir bei ihr nochmal bei England. Das sieht auch nicht so danach aus. Da hat sie den Clown. Wo kann sie den denn dann noch haben? Oder hat sie den hier auf der Insel? Nee, eigentlich hat sie da nur Fantasy-Pferde. Fantasy? Fantasie? Na, irgendwo werden sie ja sein. So. Hat die... Ah, die hat das Azteca 4 schon. Ah, aber das ist auf der Wiese. Na, klasse. Mann. Und jetzt? Tja. Jetzt habe ich das extra alles früher fertig gemacht und dafür Diamanten ausgegeben. Und finde ich kein Azteca oder was? Das kann ja fast gar nicht angehen hier. Oh, was ist das? Ein Azteca. Eine Stute. Ach, nö. Hat sie noch eins? Nee. Ach, Schadi. Schadi. Ach. Ist ja zum Schießen. Ich gucke jetzt nochmal. So, Stufe 4. Irgendjemand hat bestimmt noch ein Azteca. Hä? Sind die ganz oben? Da. Irgendjemand wird bestimmt. Da war es doch. Hä? Habe ich das denn übersehen? Muss ja. Habe ich nicht richtig geguckt. Ach, hier auf der Fantasieinsel. Welches. Ach, ist das das Azteca? Nee, das ist der Achaltekina. Ach, hier, guck mal. Da. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. So. 86.000, das ist nicht günstig, ne? So, wie viel Prozent haben wir denn? 72. Ui, das wäre ja schön, wenn das denn dann auch klappt. Nein, ernsthaft. Ich... Bei 72% hat es tatsächlich nicht geklappt. Ah ja, okay. Tja, dann beim nächsten Mal. Naja, gut, okay. So, dann gehen wir jetzt aber wieder, wo gehen wir denn hin? Zur Fantasieinsel. Und da haben wir, genau, das Rocky Mountain, was ja wieder nicht geklappt hat hier mit unserer Meerjungfrau. Die gute nennen wir wieder VK. Und schicken die auch gleich zum Trainieren. So. Und dann muss ich nochmal eben schnell meinen schlauen Zettel holen und gucken, wer denn einen Rocky Mountain gehabt hatte. Nämlich die Jasmin auf der Stufe 28. So, ist es denn da? Rocky Mountain 28. Vielleicht haben wir hier ja mehr Glück. So, endlich mal unsere Meerjungfrau hier kriegen. Da ist sie.
Gehen wir Bi suchen. So. Züchten. So, jetzt brauchen wir noch ein Standard-Einhorn. Wieso scrollt denn das immer so weit runter? Hier, Edda. Edda. 56.000. Und wir haben wieder mal nur 12% Chance. Oh nö, wieder so knapp daneben. Gut. Dann da eben auch nicht. Und dann bleibt uns jetzt nur noch Alice. Alice. Auf Stufe 2. 2? Ich glaube 2 oder 3. Das ist fertig. Dann müssen wir nochmal hier eins in den... in die Oase stellen. Dann packen wir da mal Lucky Charm rein. Und holen die gute Alice da raus. Ist immer noch Stufe 1, ne? Ja. Und wieder ein VK. Da haben wir, können wir uns auch bald mit tot schmeißen mit den VKs. So. Und mal gucken. Wo haben wir sie denn? Wo sind sie denn? Wo haben wir sie? Da, Eloisa und Ivan der Schreckliche. Wo ist er denn? Da. Nee, darüber. Da. So. Wieder 57.000. Züchte jetzt, um Zuchtbonus zu bekommen. Stimmt, die Zeiten sind ja ein bisschen runtergestuft worden, glaube ich. 17% ist eigentlich auch nicht wenig, ne? Eigentlich. Aber es klappt natürlich wieder nicht. Warum auch? So, was haben wir sonst noch? Sonst haben wir eigentlich nichts zu züchten, glaube ich, ne? In Deutschland hatten wir jetzt ja... genau. Die Fehlzucht mit dem... Showhorse. Habe ich hier auch noch. Hier habe ich heute Morgen irgendwas oder gestern irgendwie was gezüchtet gehabt, ne? Genau. Und da habe ich nochmal ein bisschen was nachgezüchtet, damit ich die hochstufen kann, damit ich Diamanten bekomme. Ja, aber das hat ja wieder alles nicht so schön geklappt. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Hoffe ich ja. Aber ich bedanke mich trotz alledem bei euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!